Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Was an diesem Sonntag im Sport passiert ist, das erfahren Sie von Sven Voss. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf unsere Themen heute. Israel im Schmerz. 6 Monate nach dem Überfall der Hamas trauern Angehörige und Freunde um die Opfer. Zugleich verlassen Militäreinheiten den Süden des Gazastreifens. Gedenken an einen Völkermord. Ruanda erinnert an den Genozid vor 30 Jahren, bei dem radikale Hutu Hunderttausende Menschen töteten. Und Schauspieler, Kulturschaffender, engagierter Demokrat. Peter Sodan, bekannt als ostdeutscher Tatortkommissar, ist gestorben. Vor einem halben Jahr überfiel die Terrororganisation Hamas Israel. Sie ermordete rund 1200 Menschen und verschleppte mehr als 250 Menschen nach Gaza. Es war der Auslöser des Krieges. Heute wurde in Israel an das Trauma vom 7. Oktober erinnert, an die Schicksale der Entführten und die Toten. Ein Bericht von Anne Brühl. Die Zeit heilt keine Wunden. 6 Monate nach dem Überfall der Hamas erinnern sie im Süden von Israel an ihre Angehörigen. 350 junge Leute, die auf dem Nova Musikfestival einfach nur feiern wollten. 350 Tote alleine hier. Sigal Mansouri hat damals 2 Töchter verloren. Wir vermissen sie so sehr und wir suchen nach einem Weg, ohne sie weiterzumachen. Und das ist sehr schwer. Merav Leshem Gonen schaut sich auf dem Handy Fotos ihrer Tochter an. Romy ist 23. Sie wurde von der Hamas nach Gaza verschleppt, wird als Geisel gehalten. Ich habe mir nie vorgestellt, dass sie so lange dort bleibt. Jeden Tag wachen wir auf und atmen tief durch. Noch immer sind 133 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Die Angehörigen fordern ihre Rückkehr. Es ist das, was der Premierminister zur Bedingung für eine Feuerpause in Gaza macht. Ich habe der internationalen Gemeinschaft klargemacht, es wird keinen Waffenstillstand ohne die Rückkehr der Geiseln geben. Das wird nicht passieren. Israel bleibt hart. Daran ändert wohl auch der Rückzug einer Division aus Khan Yunis nichts. 6 Monate Krieg. Und kein Ende in Sicht. Michael Beverunge, warum werden denn die israelischen Truppen aus dem Süden abgezogen? Ich konnte dazu heute einen Sprecher der Armee befragen. Der stellt das so dar, dass die Armee im Süden, in der Region Khan Yunis in Gaza, weitgehend ihre Kriegsziele erreicht hat und deswegen abgezogen werden könnten, ein Großteil der Kampftruppen. Tatsächlich hat es einen ähnlichen Abzug auch im Norden gegeben, nachdem die Israelis dort weitgehend die Kontrolle errungen hatten. Der Sprecher betont allerdings auch, damit sei die Invasion von Rafah im Süden von Gaza, wo sich noch größere Teile der Hamas mit Kampfeinheiten halten kann, die seien nicht etwa verschoben oder ganz abgesagt. Und es gebe auch keinen Anlass, auf einen Waffenstillstand zu spekulieren. Den sehen allerdings nicht nur die Menschen in Gaza herbei, sondern auch viele Israelis, nicht zuletzt die Angehörigen der Geiseln. Denn ohne Waffenstillstand gibt es auch kein Geiselabkommen. Und erst wenn die Geiseln tatsächlich freikommen, kann das tiefe Trauma der israelischen Gesellschaft, das sie am 7. Oktober erlitten hat, beginnen zu heilen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Michael Beverunge. Die Slowakei könnte künftig auf mehr Abstand zur Ukraine gehen. Die gestrige Präsidentschaftswahl hat der Sozialdemokrat Peter Pellegrini mit gut 53% der Stimmen gewonnen. Waffenlieferungen an das Nachbarland Ukraine sieht er kritisch. Pellegrini ist ein Verbündeter des prorussischen Ministerpräsidenten Fico. Dessen Einfluss dürfte durch die Wahl Pellegrinis nur noch wachsen. Der Parteichef der AfD, Chrupalla, stellt sich hinter den Europawahlkandidaten Bistron. Er wird verdächtigt, Geld aus prorussischen Quellen angenommen zu haben. Es gebe momentan keine Beweise und Belege für ein schuldhaftes Verhalten, so Chrupalla in der ARD. Und bislang keine Veranlassung, von ihm abzurücken. Morgen soll sich Bistron in einer Konferenz des AfD-Bundesvorstands äußern. Was fürs Klima tun? Und Geld sparen. In Deutschland gibt es immer mehr Balkonkraftwerke. Mehr als 400.000 dieser Solaranlagen mit Stecker sind inzwischen in Betrieb. Fast doppelt so viele wie Mitte vergangenen Jahres.
Die Regierung will den Trend weiter fördern. Mit dem sogenannten Solarpaket 1 sollen bürokratische Hürden sinken und eine Installation auch für Mieterinnen und Mieter einfacher werden. Nach Ruanda. Dort erinnern die Menschen heute an den Beginn des Völkermordes an den Tutsi vor 30 Jahren. Am 7. April 1994 eskalierte die Gewalt in dem ostafrikanischen Land. Ein Tag nach dem Abschuss eines Flugzeuges mit dem damaligen Präsidenten an Bord, einem Mitglied der Hutu-Mehrheit. In 100 Tagen ermordeten von der Regierung angestachelte radikale Hutu hunderttausende Menschen der Tutsi-Minderheit sowie gemäßigte Hutu. Über das Gedenken Susan von Lujewski. 100 Tage soll sie brennen, die Flamme der Erinnerung. Denn 100 Tage dauerte der Völkermord an den Tutsi, der über 800.000 Menschen in Ruanda das Leben kostete. In seiner Rede erinnerte Ruandas Präsident Kagame an das unfassbare Leid, das vor 30 Jahren über nahezu jede Familie in Ruanda hereinbrach. Ruanda lag nach dem Ausmaß unseres Verlustes am Boden. Und die Lektionen, die wir gelernt haben, sind in unser Blut eingraviert. Mit ihren Narben und ihrem Schmerz lebt Chantal Uwanjirigira noch heute. Sie überlebte einen Angriff der Hutus nur knapp. Auf ihren Sohn hackten sie so lange ein, bis er starb. Er wurde nur 4 Monate alt. Du musst dafür beten, über so etwas hinwegzukommen. Und du musst vergessen, dass es dir passiert ist. Du brauchst Stärke, sonst schaffst du das als Mensch nicht. Täter und Opfer leben heute wieder nebeneinander, auch weil die Versöhnung des Landes staatlich verordnet ist. Von Hutus und Tutsis darf man nicht mehr sprechen. Wer dies nicht einhält, lebt gefährlich. Auch sonst reagiert Präsident Kagame mit eiserner Hand. Wenn man der Regierung nicht zustimmt, bist du der Landesfeind. Und manchmal stecken sie dich sogar ins Gefängnis. 30 Jahre liegt der Völkermord nun zurück. Politik und Gesellschaft Ruandas aber wird er noch Generationen prägen. Ein wunderbarer Schauspieler und Intendant. Vor allem ein Künstler, Denker und Menschenfreund. So würdigt Bundespräsident Steinmeier Peter Sodann, der im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale gestorben ist. Vielen dürfte er als Tatortkommissar Bruno Ehrlicher in Erinnerung bleiben. Christian Volk. Es ist 1992 und Peter Sodann, Ermittler im ersten ostdeutschen Tatort-Team. Als Bruno Ehrlicher ist er unbequem, ermittelte bereits in der DDR gegen Verbrecher. Sein Spitzname, der Columbo von Dresden. Ich habe Straftaten aufgeklärt, die welche waren und sind. Unabhängig davon, ob der Staatschef Honecker oder Kohl heißt. Unbequem ist Sodann zuvor auch als junger Kabarettist in der DDR. Wegen seiner Texte sitzt er 9 Monate im Gefängnis. Als er rauskommt, zieht es ihn auf die Fernseh- und Theaterbühne. In Halle macht er aus einem maroden Kino ein kulturelles Zentrum. Seine Berufsbezeichnung? Werkzeugmacher, Intendant, Schauspieler, Regisseur, Bauleiter, Dreher. Ja. Und was sind Sie wirklich? Mensch. 2009 tritt Sodann für die Linke bei der Bundespräsidentenwahl an. Vor allem aber widmet er sich seiner Bibliothek, sammelt Millionen Bücher, die in der DDR veröffentlicht wurden, rettet sie so vor der Müllhalde. Nun ist Peter Sodann gestorben. Sein Humor wird in Erinnerung bleiben. Ich möchte Sie an den letzten DDR-Witz erinnern. Otto, wo warst denn du zur letzten Parteiversammlung? Wenn du mir gesagt hättest, dass das die letzte ist, wärst du gekommen. Jetzt kommen wir zum Sonntagssport mit dem Topspieler aus England. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hatte die Chance, den Spitzenplatz in der Premier League zu behaupten. Doch der Tabellensechste Manchester United ließ sich vom frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Für Klopp und Liverpool geht es um den Meistertitel. Gastgeber Manchester United will in die Champions League. 23. Minute, Ecke, Tor, Luis Diaz vollkommen frei. Die Reds dominieren diese erste Halbzeit, aber sie legen nicht nach. Und nach der Pause dreht sich das Spiel, weil Liverpool Manchester zurückholt in die Partie. Fehlpass Quansah, Bruno Fernandes mit gutem Auge 5 Minuten nach dem Wechsel. Der Ausgleich.
Und in der 67. Minute Mainu mit dem 2-1. Spiel gedreht, aber Liverpool hat noch einen. 84. Elliott im Strafraum mit viel Zug zum Boden. Mo Salah ohne Nerven. 2:2. Liverpool jetzt hinter Arsenal punktgleich Tabellenzweiter. Zur Bundesliga. Im ersten Sonntagsspiel gewinnt Hoffenheim zu Hause gegen Augsburg mit 3:1. Beide Teams sind jetzt punktgleich in der Tabelle auf Platz 7 und 8. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gewinnt auch in Japan. Der Niederländer feierte in Suzuka einen ungefährdeten Start-Zielsieg. Damit stand Verstappen in 3 von 4 Rennen ganz oben. Die Eisbären Berlin machen es weiter spannend. Im 4. Spiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft erkämpften sich die Straubing Tigers einen knappen 3:2-Sieg. Damit steht es in der Serie nur noch 1:3. Ins Finale kommt das Team, das zuerst 4 Siege erreicht. Nächster Matchball für die Berliner am Mittwoch. Und das, Jana, war's vom Sonntagssport. Dankeschön, Sven. Gerne. Und so wird das Wetter. Im Norden und Westen zahlreiche Wolken und vor allem am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Sonst oft Sonne, teils getrübt durch Sahara-Staub. 20 bis 29, an den Küsten 17 Grad. Das Heute-Journal läuft um 21:45 Uhr mit Dunja Hayali.